Hallo und herzlich willkommen zu den Sports Tuesday. Tuesday. Hey, mein Englisch ist nicht gut. Gut. Das ist eigentlich jetzt auch ein neues Spiel, was ich eigentlich noch nicht gespielt habe, noch nicht kenne, gar nichts. Aber da ich ja Sportspiel jetzt am Donnerstag immer machen möchte, habe ich mir gedacht, was mache ich denn da für ein Sportspiel? Habe erstmal geschaut nach Gratis-Spielen, da war sehr viel mit Pool-Billard. Da habe ich mir gedacht, nee, Pool-Billard, kein Bock, mal was anderes. Da bin ich hier auf den Soccer-Manager, auf den SM gelandet. Soccer-Manager 2016. Da habe ich mir gedacht, ja, probiere ich das mal aus. Und ich habe hier, oder man sieht hier, man kann es einmal Single spielen und einmal Multiplayer. Da ich mich mit den Spielen noch gar nicht so auskenne, würde ich sagen, ich fange mit den Singleplayer an. Und wenn ich das vielleicht doch noch nach ein paar Tagen besser kann, werde ich dann rüber flutschen zum Multiplayer. Also gegen der ganze Welt spielen. Gut, dann starten wir mal das Spiel. Also ich habe von dem Spiel, wie gesagt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was kommt, was passiert. Und das erste ist ja immer ziemlich lange. Okay, weiter. Ich muss mir jetzt ein Land aussuchen. Steht hier zumindest. Wählen Sie ein Land. Ich nehme an Deutschland. Oh, League 1, League 2. Ich würde Hannover nehmen. Die spielen zurzeit noch in der ersten Liga. 2016 ja auch erste Liga. Nämlich Hannover 96. Und das sind halt die ganzen Spieler. AWD Arena. Cool, kann man sich alles mal anschauen. Köln. Passen 50.000 Leute rein. Mainz. 34. 30 in Bayer Leverkusen. Oh, kleine Steine haben die. Meine Güte. In Bayern 75.000. Dortmund 81.000. Ist, glaube ich, auch das größte in Deutschland, soweit ich weiß. 54 in Gladbach. 52 in Frankfurt. 30 in Augsburg. Oh, Ingolstadt noch 15.000 Plätze. Ist nicht viel. Schalke 61.000, Hamburg 57, Hannover 49, Hertha hat 74, wollte gerade 47 sagen, 74.000, 26 in Darmstadt, in Hoffenheim sind es 30.000, Stuttgart 60.000, Wolfsburg 30.000, und 34 in Bremen. Aber ich bleibe bei Hannover. Übernehmen. So, Hannover 96. Ernennt neuen Trainer. Teilen weiter. Ach, hier weiter drücken. Weiter drücken. Hier wird gerade das ganze Menü erklärt. Ist ganz gut, aber teilen? Nein. Spielen weiter. So. Ich habe 6 Millionen Euro. Meine Finanzspritze. Gut. Es ist Donnerstag, der 16. Juli 2015. Transfer in Deutschland offen. Achso, das sind die ganzen Aktionen, was jetzt passiert ist. Derzeitige ausgewiesene Spieler, Vereinsname bekannt geben, Freundschaftsspiel zur Saisonvorbereitung festlegen. Oh, da habe ich schon mal drei Spiele. Einmal gegen Bremen zu Hause. Oder ist das Bremen zu Hause, das Bremen zu Hause spielt? Ich weiß es nicht. Spielplan. Na gut.
Das ist der Kasten. Möchten Sie beenden? Abbrechen. Also da beenden wir das Ganze. Finanzspritze. Oh, da kann ich bestimmt hier mit richtigem Geld in das Spiel investieren. Also sprich die Münzen kaufen. Genau. Und dann halt, weil ich Geld brauche, nochmal so Geld dazugeben. Aber ne, meine ich. Was ist das hier? Europa? Ach, das sind die ganzen Länder, die mitspielen. Katar, Japan, Südkorea, China, Ägypten, Australien. Also von den Ländern hätte ich wahrscheinlich überall Vereine nehmen können. Ja. Ah, die Liste. Wir sind auf Platz 12. Also, eigentlich sind wir auf Platz 1. Mit den 18 anderen. So, das war halt die Erde. Dann gehen wir wieder hier auf den Briefkasten. Ah, dann ändert sich das Menü hier auch, wenn ich da drauf drücke. Übersicht. Finanzspritze brauche ich nicht. Oh, also nächstes Spiel wäre Hannover gegen Bremen. Verein upgraden. Okay, jetzt habe ich drauf gedrückt, gar nicht gelesen, was das war. Aber ich denke mal, es war schon okay. Hoffe ich. Hier sind die Betreuer, wie gut die sind wahrscheinlich. Eine Achternote, Torwartspiel. Ich denke mal, das geht mit den 1 zu 10er System. 10 ist das Beste und 1 das Schlechteste. Wir haben alle 4 Sterne, was das auch zu heißen bedeuten, tun haben. Torwart, Trainingseinheiten, Torwart. Level, Ausbau, den Scouter engagieren, das brauche ich erstmal nicht. Bei mir ist immer das Problem, bei solchen Spielen bin ich immer ganz schnell pleite. Ach, hier kann ich sagen, was das Scouter suchen soll. Mittelfeld links, zentral rechts, Mittelfeld links. Oder defensives Mittelfeld. Mittelfeld, offensives Mittelfeld, Sturm. Verteidiger, Torwart. Okay. Jugendmannschaft, Mannschaften, Startaufstellung. Also das ist wahrscheinlich von den ganzen Mannschaften, die gerade ein Spiel oder die gerade spielen, sucht er sich dann eins raus. Okay. Königsmann, 18 Jahre alt. Bewertung 75. Wie ist die Bewertung von Zieler? 89. Ach, das steht sowieso schon drin hier bei mir. Der Kampfverteidigung, defensives Mittelfeld spielen. Das ist auch gut gemacht worden, dass man schnell erkennt. 180 Tage, wenn ich das ausbauen werde. Stadion baue ich erstmal nicht aus. 50-50. Okay. Übersicht, Verein. Das war bei Verein gewesen. Mannschaft.
Das ist ein Leihspieler wahrscheinlich. Gerade stand da was. Bis zum 2. Juni 2016 von Hoffenheim ausgeliehen. Und vom Beşiktaş von der Türkei. Ein Schweden aus der Türkei ausgeliehen. Das ist auch gut. So. Und was ist das? Der Alter. Bewertung. Bewertung ist auch immer wichtig. Also ich werde probieren, immer alle sehr gut spielen zu lassen. Auch wenn die Bewertung schlecht ist. Mal eine sehr gute Moral ist. Eigentlich immer gut. Also der Torwart ist der Beste bei mir im ganzen Verein. In Wirklichkeit auch. Aber das ging mir schon irgendwie geschaukelt. Reservemannschaft. Ausgeliehener Brasilianer. Ah, die habe ich verliehen. Okay. Gut, Mannschaft. Spielplan. Freundschaftsspiel, also ich spiele zu Hause. Dann hieß das eine hier hinten. Wo war das? Freundschaftsspiele, Werder Bremen zu Hause. Das Zuhause steht für mich. Gut zu wissen. Und Übersicht, Verein, Mannschaft, Spielplan, Taktik. Das ist ja immer das Wichtigste am ganzen Spiel, so ein Managerspiel hier. Wer spielt wo? So, die Moral. Ich wollte ja mal die sehr gut gelaunten spielen lassen. Oder sagen wir mal sehr gut und gut gelaunte Leute spielen lassen. Zieler ist drinne. Okay, jetzt bin ich wieder verrutscht. Spielplan, Taktik. Moral verbessern. Oh, das kostet richtig Geld. Fitness erholen, kostet auch Geld. Eine 4-2-3-1 spielen. Kann man eigentlich so lassen, würde ich sagen. Obwohl ich eigentlich immer 4-4-2 lieber spiele. 4-2-4 ist mir zu offensiv. Gibt es hier auch noch eine 4-2-1-2-1? 4-2-2-2-1. 3-2-2-1. Ich möchte aber lieber ein 4-2-1-2-1. Hätte ich nämlich 4 Abwehrspieler, 2 hintenstehende, also defensive Mittelfeldspieler, ein zentraler Mittelfeldspieler, 2 offensive Mittelfeldspieler. Und okay, das würde alles über die Mitte laufen, wäre auch ein bisschen doof. Und ein Sturm hätte ich dann genommen. Ach, lassen wir das mal so. Schauen, was mein Verein da so macht. Anweisungen. Normal, variabel, normal. Pressing, eigene Hälfte, offensive, variabel.
Offensiv. Machen wir normal. Obwohl, nee. Lass mal offensiv. Variable. Strafraum-Pressing ist nicht so gut. Normal. Variable ist immer besser. Ja, dann. Das war die Taktik. Der Transfermarkt. Eigentlich brauche ich gar nicht schauen. Keine Spiele. Okay. Tabelle. Ah, suchen. Suchen. Oh, Messi. Können wir nicht leisten. Ich habe nur 6 Millionen. Der Wert ist 91 Millionen. Und sein Gehalt, das pro Spiel, 200.000, möchte ich auch haben. So. Ich denke mal, hier geht's dann weiter. Freitag. Neue Nachrichten gekriegt. Auf Transferangebot antworten. Antworten wir. Sehr gut. Torwart. Brauche ich den? Neunundzwanzig Jahre alt. Gibt's ja keine Benotung wie 83. Zieler, der war 85. So, Spiel auf Transferliste gesetzt. Angebot annehmen. Habe ich den jetzt verkauft? Okay. Freitag der 17. Morgen ist ein Spieltag. So. Auf Wiedersehen. Ist ja immer noch da. Möchte gerne mal sehen, wie das aussieht, wenn ich ein Spiel mache. So. Okay. Jetzt lädt der. Und jetzt so schauen wir mal, was da passiert. Freundschaftsspiele, 15 Uhr. Es ist 15 Uhr am Samstag. Er blinkt. Ich denke mal, ich muss da drauf drücken. Okay. Geht's los? Lass die Mannschaft nochmal anschauen. Lassen wir alles erstmal so. So, und das Spiel startet. Partie austragen. Chebeng. Geschwindigkeit mal 30. Letzte 5 Minuten Besitz, was, wie, wo, wann? Ah, so sieht das aus. Nicht das andere Bild wiedersehen. Geht doch. Vorbei und Tor! So ein Mist. Ja, gelbe Karte.
Okay, gut. Das ist die Farbe, die ich habe, rot, und das ist halt Play. Das sehen beide gar nicht, das ist viel zu schnell. Doppelte Geschwindigkeit. Vierfache Geschwindigkeit. Los, schieß ein Tor! Ach Mensch. Okay, Halbzeit. Ich habe eine gelbe Karte und ein Tor reingekriegt. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich glaube, so wechselt man aus, wenn da drauf drückt auf dem Pfeil. Warte mal, wer ist denn gut gelaunt? Der hat 90% Moral, der muss raus. Und das ist zentraler Stürmer. Da kann ich nur den reinsetzen. Und den reinsetzen. Okay. Zentraler Stürmer geht raus für den ja. Okay, der wird jetzt gewechselt, so wie es aussieht. Oder ist jetzt schon gewechselt. Zieler kann drin bleiben. Schulz. Ist die Nummer 8? Nein, ist die Nummer 4. Ach, das ist die Form, wie er spielt. Na gut, der ist bei der 8. Der war bei der 4. Gut, dass ich ihn rausgenommen habe. 9996, der kann auch noch raus. Rechts, links, offensives Mittelfeld. Offensives Mittelfeld habe ich nicht da. Rechts, links, Zentrum. Mittelfeld, links. Dann nehmen wir den hier. Sakai. Sakai geht rein für Kiyotanke. Und Sakai. So, jetzt haben wir zwei ausgewechselt. Und drücken Daumen, dass wir jetzt ein bisschen besser spielen. Okay. Was ist da? Ist Hand? Jetzt aber. Komm schon. Und jetzt aber Tor. Nein. Schießt. Nicht mir. Mir, ja, nein. Ach, komm schon.
Komm schon. Jetzt aber. Ach, hier, no. Danke. Hier kommt gleich die Drehen. Och nee. Kann man hier irgendwie was ändern? Taktik. Anweisungen. Normal. Hart. Variabel. Das war drinne. Tempo. Ist noch eine halbe Stunde. Ach, lass mal bei normal. Ist immer ein Freundschaftsspiel. Genau, Freundschaftsspiel. Warum mache ich in der Hart rein? Lass mal. So. Mentalität offensiv. Durch die Mitte variabel. Eigene Hälfte. Ich weiß nicht, was kann man da anders machen. Das einzige wäre hier hart und hier schnell. Aber da das nur ein Freundschaftsspiel ist, würde ich das normalerweise nicht machen. Aber, ach, muss ja auch wieder Play drücken. Aber ich möchte mal ausprobieren bei dem Spiel, wie das hier so läuft. Menno. Los! Mach das Ei bei Hannover nicht frei. Lieber ins Bremer-Tor. Oh. Schön gehalten. Sie hat einen wunderbaren Lauf. Ich kann nochmal hier auf Taktik gehen. Ich habe gesehen, der eine hat jetzt hier eine schlechte Bewertung. 6. Das war der, den ich eingewechselt habe. Ah ne, den lassen wir drin. Zurück zum Spiel. Start. Ein Fehlpass vom Torwart. Flanke, Tor, nein! Los, jetzt! Oh. Oh, nee! Jetzt aber! Oh, Mann, oh. Thank you.
Was? Hey, das war Spieler hat ihn ausgeschossen. Ecke. Zah. Komm schon. Ach, Menno. Ah. Man noch anders machen könnte. Der war gerade bei der Ecke. Ah, hat er gehalten. Okay. Ach, Glück gehabt. Was wir noch anders machen könnten, wäre passende kurze Passvariable ist okay. Pressing könnte man jetzt überall einschalten. Jetzt könnte es natürlich mehr Fouls gehen. Meine Güte nochmal hier. Ja, jetzt. Ach nee. Danke doch. Nee, das kann nicht wahr sein. Bitte ein Tor, ich möchte den Unentschieden haben. Ich will doch nicht gleich beim ersten Spieltag verlieren. Oh. Okay, war auch kein Spieltag, ist nur Freundschaftsspiel. Aber trotzdem. Verlieren ist doof. Jetzt. Oh, jetzt? Oh Mann, oh. Macht ihr denn da? Die letzten 9 Minuten laufen. Gut, Zieler, gut gehalten. Jetzt? Oh, nee. Jetzt ein Tor! Ach nee! Manchmal geht das so schnell mit dem Ball, dann finde ich den erstmal gar nicht. Das ist das Problem bei Pressing. Gibt's immer sehr viele Fouls. Da. Wir müssen nach rechts. Aufs rechte Tor. Jetzt. Spielende. Man of the Match. Na gut. Das war der erste Spieltag. Spiel beendet. 50 Punkte habe ich gekriegt. Freischalten. 100 SMS Credits. Ah, wenn ich 1500 Punkte kriege, kriege ich 100 Credits. Freunde einladen? Brauchen wir nicht. So. Jetzt die ganze Zeit das Jubeln da. Ach nein, hat mir nie vor, mein Papier zu speichern. Die speichern? Muss ich sogar speichern? Faking? Okay, ich spiele auch nicht online. Ich mache ja jetzt gerade nur.
Also, Spielfahrer 1996, bereit für ein Fahrtspiel gegen Bremen. Die Spielerfahrer 1996 sind bereit für ein Fahrtspiel gegen Wolfsburg. Gegen VfL Bochum. Da muss ich jetzt erstmal wieder Taktik ändern. Normal war ja normal. Ach, das ändert sich. Das bleibt nicht so, wie ich im Spiel geändert habe. Das ist gut. Aber ich nehme trotzdem eine andere Form. Das ist zu viel auf die Mühle. Ja, das sieht auch gut aus. Ah, gut. Also die letzten, die ich eingewechselt habe, die bleiben beim nächsten Spiel damit drinnen. Dann kann man immer hier drauf drücken, automatische Aufstellung, und dann setzen wir die festen Spieler wieder rein. Okay. Ich würde dann mal sagen, das war's für heute. Für den 25. Juni 2015 um 15 Uhr. Und der Sound der nervt mich total. Na gut, okay. Speichern wir nochmal alles. Staking. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Sport Tuesday. Tuesday. Nee. Und dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.